Hallo Freunde chinesischer Smartphone-Kunst und japanischer Kameras. Heute habe ich einfach mal Bock gehabt, so einen kleinen Vergleichstest zu machen zwischen meiner Panasonic G70, die habe ich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, damit ihr wisst, welches Modell es sich genau handelt, mit 14 bis 42 mm Kit-Objektiv, aber schon etwas neueres Kit-Objektiv und dem Huawei Mate 30. This one. Das wird jetzt hier allerdings kein übelst krasser professioneller Video- und Fotovergleichstest unter Laborbedingungen mit entsprechend ausgebildetem Fachpersonal. Also nur ein kleines Video von Moschus. Aber ich bin selber ein bisschen gespannt. Ich bin jetzt drauf gekommen, weil ich gestern das Review zum Xiaomi Note 8 gemacht hatte und ich hatte bemerkt, ich hatte den Videotest vergessen. Und da habe ich schnell einen Videotest nachgeholt hier im Studio und habe das dann mal so ein bisschen verglichen und musste feststellen, nein, meine Kamera, also meine Panasonic Lumix, ist wohl noch deutlich besser. Wunderbar. Aber, mal schauen, ob das auch für das Huawei Mate 30 gilt. Da ist auch schon eine ziemliche Premium-Kamera drin. Ich feiere die ziemlich und deshalb switchen wir jetzt mal. Schön. Ich versuche irgendwie den Abstand jetzt ungefähr gleich zu halten und den Winkel, aus dem ich das Ganze hier filme. Also jetzt so durchs Display betrachtet, sieht das Ganze echt vernünftig aus. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Sowas wie optischer Zoom ist natürlich ein bisschen, also ist ja nicht vergleichbar. Deshalb machen wir das auf die Art und Weise. Und auch noch als kleinen Hinweis. Ich nutze jetzt hier das Mikrofon direkt vom Huawei Mate 30 und vorher hatte ich das Shure SM7B. Das Mikrofon von dem Panasonic, was da halt so verbaut ist, das ist ziemlich rasche. Ich kann natürlich trotzdem hier auch mal die Zoom-Funktion nutzen. Dafür hatte ich auch verschiedene Objektive. Jetzt bin ich bei 1,1 und jetzt wieder Weitwinkel. Also die Kamera ist auf jeden Fall ziemlich gut. Und jetzt wechseln wir mal wieder zurück. Und jetzt sind wir wieder bei der Panasonic. Und jetzt blende ich euch noch Fotos ein. Die habe ich auch nochmal fix gemacht. Hier einfach groß, also mit der Automatik einfach klick, bumm, fertig. Bei meiner Panasonic halt mit den Voreinstellungen, mit denen ich das mal mache. Schön. Blende ich euch jetzt ein. Und danach reden wir noch über die Katzen. Wunderbar. Also, Fotos habt ihr jetzt gesehen. Wir wollten uns jetzt über die Katzen unterhalten. Also sind im Moment ein bisschen störrisch. Pinke mir nachts immer auf meine Klamotten. Zurück zum Telefon. Ich kann dazu erst noch nicht viel sagen. Ich hab's noch nicht angeschaut. Ich hab's jetzt gesehen. Das war jetzt einfach mal so ein bisschen aus Jux. Schön. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Das wird der Kurztest vom Yumi DJR5 Pro. Das liegt hier zu meiner Linken. Ich bin sehr gespannt. Hab's mir selber noch gar nicht angeschaut. Bis dahin könnt ihr auch gerne euch noch auf moschus.de ein bisschen vergnügen. Da habe ich jetzt wieder ein paar Gutscheine veröffentlicht. Ein kleiner Artikel geschrieben, außerdem ein neues Gewinnspiel gestartet, und zwar, das habe ich gestern gestartet, zwei Smartphones, gibt es eine direkte Verlinkung unten in der Videobeschreibung, das ist halt moschus.de, rechts oben Forum, unter Forum, Giveaways, im Forum selber könnt ihr noch miteinander diskutieren, Fragen anderer User beantworten oder selber welche stellen. Schön, das reicht erstmal im Promo, bis zum nächsten Video, ciao.